So, meine Lieben, und damit am Sonntag herzlich willkommen zu Hardcore Colonization. Heute mal um 18 Uhr. Ich war noch unterwegs, aber schadet ja, glaube ich, nicht. Dann kann man statt dem Kaffee nämlich auch mal ein Bierchen trinken. Und ich habe euch gleich mal was eingeblendet gelassen, was ich während der letzten Woche mal fertig gemacht habe. Wie ihr seht, ist es endlich soweit. Hardcore Colonization ist umgeschwenkt auf die 1.3.0. Wir sind jetzt nicht mehr auf der 1.2.2. Das heißt, wir sind jetzt versionstechnisch aktuell. Alle Mods sind auch mitgeupdatet und damit gleich auch ein liebes Willkommen an den Joker als neuen Carbonauten. Ganz viel Spaß beim Zugucken und vielen lieben Dank für dein Follow. Das heißt, wir sind jetzt wirklich in einem Rahmen, wo wir wieder auch Mods updaten können und alles schubidubidu neu ist. Ich habe den alten Ordner noch als Backup da liegen, falls heute irgendwas unerwartet durch die Büsche geht. Und nein, Infernal Robotics ist noch nicht drin. Jetzt kommen wir erstmal zum kurzen Hallo sagen an alle, die schon da sind. An den Thorsten, an den Mickey, an den Bierbauch, Furzbacke, den Antrax, Daraxa, Navis ist auch schon da, Bohr ist schon da, der Neo ist da, Mein Devil und Roxy. Und der Joker natürlich, aber das hatte ich ja gerade schon gesagt. Und der F-Master hat auch gerade noch Hallo gesagt. Und natürlich auch Hallo an alle, die sonst noch so hier schon rumhängen. So, genau. Ich habe aber zwei neue Mods mit reingenommen. Das ist einmal den Easy Vessel Switcher. Meine Güte, ist aber auch schwer auszusprechen. Also der Easy Vessel Switcher, um schneller und einfacher gezielter hin und her schalten zu können in den Basen. Und All Ya All hatte mir jemand von euch empfohlen. Damit kann ich sowas machen wie, wenn ich ein Solarpanel ausfahre, sagen alle Solarpanel ausfahren, bitte. Und um Dinge ein bisschen abzukürzen, weil ich bin ja gerne manchmal ein bisschen manuell. Genau, das hält es dann aber hoffentlich im Rahmen. So, guti gut. Dann schauen wir doch mal, was unsere Mission Control so sagt, was wir gerade zu tun haben. Also, wir haben da einmal das Duna Probes Programm. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Zero Odyssey, vielen lieben Dank für deine Subscription. Und ja, was haben wir? Also, das Duna-Programm läuft jetzt. Wir wollen mit unbemannten Probes Duna erforschen. Da sind wir auch unterwegs. Ich glaube, das dauert noch so 170 Tage, bis die erste Probe ankommt. Dann gucken wir mal, ob wir damit mehrere Biome abgegrast bekommen oder ob es überhaupt funktioniert. Dann haben wir Minmus ja weiter erforscht, um Basenbau zu betreiben. Na, das sträubt sich heute schon wieder ein bisschen. Und zwar haben wir uns darauf eingelassen, dass wir eine Raumstation starten wollen und wir wollen eine Basis bauen. Ganz nebenbei haben wir dann noch ein Orbital Survey offen und Science Data vom Space Around Kerbin. Also gibt heute ein bisschen was zu tun. Ich denke mal, wir werden uns heute primär auf die Minmus-Sachen stürzen, denn wir haben, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit zu überbrücken, bis es bei Duna weitergeht. 178 Tage, die wollen wir nicht einfach so verstreichen lassen, sondern was machen. Und wir haben zwei neue Carbonauten im Programm zu begrüßen. Die habe ich jetzt mal rein editiert. Das sind die Überlebenden von unserem Space Camp. Also ich habe ja komischerweise, obwohl ich die Mission verkackt habe, trotzdem, also ich habe jetzt einen Haufen Touristen, die ich nicht mehr loswerde. Das sind so die Überlebenden vom Space Camp, die keine Carbonauten geworden sind. Und wir haben Luca und Tops Kerman, einen Engineer und einen Scientist, beide voreingetragen für die Minmus-Mission. Willkommen im Raumfahrtprogramm und damit erstmal auch ein kleines Prost an alle von euch. Ich habe mich heute für ein Ricklinger Landbrauerei Dunkel entschieden, eine kleine Brauerei hier um die Ecke. Ja. Und damit sind wir jetzt mittlerweile 34 aktive Kerbals, die unterwegs sind. Wobei, naja, ein Schwung Touristen halt unten im Keller rumgammelt, die putzen oder so. Die gehen einfach nicht wieder weg. Die kann ich leider auch nicht löschen. Und ich will das Safe Game nicht anfassen. Dieses Tourism Plus ist ein bisschen tricky. So, und jetzt ist die große Frage, womit wollen wir anfangen? Bauen wir zuerst die Raumstation um Minmus rum oder bauen wir zuerst die Bodenstation? Ich würde tendenziell sagen, es macht wahrscheinlich Sinn, mit der Raumstation anzufangen, dass wir von da aus Leute hoch und runter schicken können. Das heißt, wenn ihr keine Einwände habt, würde ich sagen, starten wir mit der Raumstation und designen die mal für die Anfänge. So. Gut. Dann gucken wir mal, was die Raumstation oder was die Bauteile mittlerweile so hergeben. Letzten Endes ist es ja eine relativ einfache Geschichte. Oh, ich habe aber tolle neue Submersible Pod. Aha. Tolle neue.
Man könnte ja fast mal das Heavy Command Modul mitnehmen, ne? Das hat nämlich auch ganz gut. Dann haben wir auch was zum Steuern. Ich glaube, wir machen heute mal ein Heavy Command Modul als Beginn und bauen da. Also ich will die Raumstationen auch nicht alle nach dem gleichen Schema stricken. Das ist aber eine hässliche Kuppel. Ich hatte doch eine andere. Wo sind die? Ah, sehr schön. Thermodynamics Helper bitte aus. Nomatic Observation Cupola. Wir könnten natürlich die Nomatic Cupola nehmen, aber die gibt uns kein. Das hier ist ein Habitat, das ist kein Habitat. Ich würde das Habitat. Oh. Wartet mal, kann man das skalieren? Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Kann man leider nicht. Joker, vielen lieben Dank. Das ging ja fix. Kaum das Follow da, dann schon das Abo hinterher. Das freut mich, dass ich dich so schnell davon überzeugen konnte, dass das eine gute Idee ist. Die sind aber alle so klein, ne? Mäh. Kann man das skalieren? Nee. Ärgerlich. Na gut, dann funktioniert das so leider nicht. Und hallo auch an den Jannekai und an alle, die ich zwischendurch schon verpasst habe. Das ist ja blöd. Gibt uns die normale Cupola irgendwie Habitat? Ja, besonders viel ist es nicht, aber es ist zumindest ein bisschen Habitat. Dann lasst uns doch so tun, oder? Ist das so okay für euch? Das sieht designtechnisch ein bisschen besser aus, als wenn wir da so einen Abbruch drin haben. Dann machen wir das nämlich so. So, dann werden wir auf jeden Fall sofort am Anfang ein ordentliches Recycling-Modul mit hochschicken. Oh, das ist auch ein bisschen klein. Oh, ich glaube, die Kapsel ist einfach ein Problem. Okay, lasst uns nochmal von vorne beginnen. Die Kapsel ist einfach zu groß für das, was ich davor habe. Ich glaube, wir fangen das einfach ein bisschen schmuver an. Also ich will irgendwas mit Kontrolle haben, aber ich will es auch nicht so übertreiben. Wie groß ist denn das Ding? Das ist vielleicht so tatsächlich schöner, ne? Ja, das sieht besser aus. Okay, sehr schön. Ja, schön, dass es dich nach Twitch verschlagen hat. Das freut mich. Und jetzt können wir hier nämlich, glaube ich, auch unsere coole Cupola draufbauen. Also die Observation Cupola. Zack. Guck mal, dann haben wir hier ein schönes Ende, wo man rausgucken kann. Und bauen dann hier nach hinten die Raumstation raus. Mit ihren diversen Anbauteilen. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und der Quieker hat auch direkt noch eine Subscription dagelassen. Vielen lieben Dank. So. Recycling. Das ist doch schon mal schön. Dann haben wir schon mal Recycling. Dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Live-Support. 2,5er Tank. Dann haben wir gleich erstmal ein bisschen Ruhe für die ersten. Und dann brauchen wir natürlich was zum Wohnen. So, da müssen wir jetzt mal gucken. Ich würde im ersten Schwung sagen, wo sind die Sachen drin? Da. Wir können uns den großen Container mal mitnehmen. Da passen vier Kerbals rein. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was wir noch alles zu erledigen haben dafür. Weil die hat ja gewisse Vorgaben, die Raumstation, an die wir uns halten sollten, damit das auch alles Sinn macht. Also, wir brauchen ein Docking Node, okay? Science Lab brauchen wir auf jeden Fall. Eine Cupola ist optional. Docking Node brauchen wir noch. Support für Kerbals, das haben wir dann gleich. One of the following Power Generators. Kann man nicht so richtig gut lesen. Active. One or more Solar Panels, one or more Generator, one or more Curved Solar Panels, bla 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 bla. Okay. Cupola ist optional. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch gucken, dass wir ein Science Lab mitnehmen. Genau, wir bauen jetzt gerade die Raumstation für Minmus. Science Lab. No, 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 no. Science Lab. So. Dann haben wir hier schon mal den Wohnbereich, würde ich sagen. Ich habe so das ungute Gefühl, dass unser Mission-Emblem nicht ganz sauber dargestellt wird. Was ist da los? Die Missionsflagge ist irgendwie tot. Jetzt ist wieder gut, ne? Nee, das ist nicht unsere Missionsflagge. Was ist hier los? Missionsflagge zerstört?
Wo ist unsere Hardcore Colonization Flagge hin? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sie uns um die Ohren geflogen ist. Da muss ich die nochmal einfliegen. Ja, irgendwas ist ja beim Upgrade immer. Im Single Launch, naja, also nicht komplett im Single Launch, aber ich will zumindest den ersten Schwung machen. Ich sehe sie jetzt tatsächlich nicht. Ich nehme dann jetzt einfach mal übergangsweise die gute alte Wintermenzer-Flagge. Da muss ich mal gucken. Irgendwie hat es die Flagge zerstört. Ich bin nicht einverstanden. So. Jetzt würde ich sagen, bauen wir hier hinten die Docking-Einheit erstmal ran, die erste. Damit wir nachher arbeiten können. Das war nicht ganz so groß, glaube ich. Wie machen wir das denn? Ich glaube, wir lassen es einfach erstmal so. Hast du noch keine Docking-Module? Doch, doch, habe ich. Die habe ich schon. Ich muss nur die richtigen nehmen. Clamp-O-Tron Docking Ports. Jawohl. So. Jetzt überlege ich aber gerade, ob wir nicht gleich ordentlich bauen. Ne, das ist ein bisschen klein. Oder ich mache erstmal nur einen ersten Adapter und dock dann den Rest an, weil das würde ja schon mal unsere basismäßigen Anforderungen erfüllen. So. Gut, jetzt schreiben wir das hier auch nochmal rein. Das ist die Minmus Space Station. Station. So. Was gehen wir heute an? Wir gehen als allererstes mal die Space Station an und dann werden wir uns wahrscheinlich auf die Minmus Bodenstation stürzen. Röhren mit dem Dings. Ich glaube, die habe ich tatsächlich noch nicht. So abgefahrenen Kram. So weit bin ich im Tech-Tree noch nicht. Ne, das gibt's noch nicht. Gut. Aber das sind mal die Anfänge von der Raumstation. Damit können wir arbeiten, aber ich würde fast sagen, ich verkürze das hier ein bisschen. Obwohl. Ich überlege gerade, wie wir es machen. Wir könnten hier natürlich auch einen Multiport machen, tatsächlich. Lass mal gucken. So. Zack. So. Dann haben wir alle Freiheiten nachher. Echt jetzt? Ich will das nicht einzeln setzen. Ja, obwohl, das sieht auch doof aus. Wie kriegen wir das denn jetzt schön hin? Wie hatte ich das denn letztes Mal gemacht? Oh, ist das? Ah ja. Ich habe scheinbar doch schon irgendwas Komisches. Irgend so Verlängerungsröhren. Aber scheinbar noch keine Verteiler dafür. Ne. Verteiler sind noch nicht. Schade. Also ich denke mal, du meinst sowas in die Richtung. Also wie gesagt, die basismäßigen Sachen habe ich schon, aber noch nicht Verteiler-Notes. So. Ja, ganz ehrlich, dann nehmen wir jetzt erstmal einfach nur, ich vertage mein Problem auf den nächsten Start. Mache jetzt hier einfach nur erstmal einen Docking-Port ran. Zack. So. Dann haben wir da schon mal eine Docking-Möglichkeit. Und
aus Emergency-Gründen, damit ich es einfach später mal nicht super bereue, weil ich das nicht gemacht habe, baue ich hier oben einen einzelnen normalen Docking-Port an, um A sicher zu gehen, dass das Ding sauber gewertet wird. Das wollte ich nicht. Ich wollte gern das da. Und B, falls ich doch mal einen falschen Adapter mit dabei habe, zumindest noch so eine Notfall-Docking-Möglichkeit zu haben, weil das hat mich schon ein, zwei Mal geärgert mittlerweile. Dann kann ich hier noch was andocken. So, damit haben wir für... Was? Oh Gott, das hat sich geändert. Die Anzeige hat sich geändert. Nein. Habitation. Oh Gott, ich muss hier wieder durchsteigen erstmal. Was? Prozent Recycling für 3 Crew Capacity. Okay. Aha. HKK oder HKK Quadrat? Also das jetzt ist eine 1.3. Aber erst seit heute. Habe ich gerade frisch geupdatet diese Woche. So. Habitation. Ein Jahr, 39 Tage bei 2 Crew. Wenn ich es richtig verstehe. Okay, wir werden es rausfinden, sobald ich Leute reinstecke. Da sitzen wahrscheinlich schon zwei drin. Ja. Da kommt dieses 2-Crew-Ding her. So. Gut, das ist der Anfang. Da machen wir jetzt noch Solarpaneele ran. Dann haben wir es eigentlich, oder? Docking Node ist dran und jetzt brauchen wir ein bisschen Solarstrom. Ein bisschen Solarstrom. Nehmen wir doch mangels guter Alternativen diese jenen welchen hier. So, jetzt müssen wir nur noch überlegen, wie machen wir die denn ran? Da wäre schon mal doof, da wollen wir später docken. Aber dann könnte man ja sagen, wir machen. Mal gucken, ob das geht. Jo, das geht. Wir machen zwei in diese Richtung raus. Zack. So. Dann machen wir hier auch nochmal zwei in diese Richtung raus. Und da fällt mir gerade ein, wir bauen da jetzt einfach mal noch ein Reaction Wheel dazwischen, damit wir uns auch drehen können. Ne? Sonst wird das ein bisschen peinlich später. Denn ich habe jetzt nicht so besonders viel Manöverdüsen mitgenommen. Obwohl hier Monopropellant drin wäre, dann können wir auch ein bisschen zumindest Manöverdüsen mitnehmen. Zack. Schwerpunkt der ganzen Geschichte ist dort. Dann packen wir mal unsere Manöverdüsen hier hin. Einmal. Zack. Das kann ich sichttechnisch verantworten. Das sieht okay aus. Und einmal nach hier unten. So, zum Festhalten sind genug Sachen da, dass ich basteln kann erstmal. Kiste mit Werkzeug und Ersatzteilen springe ich, obwohl könnte man auch jetzt anbauen. Bringe ich später an, aber ich könnte tatsächlich so einen kleinen Storage Locker anbauen. Der stört nicht wirklich. Und man hat von außen Zugriff drauf. So. Ist der richtig rum? Nee, der ist doch schon wieder falsch rum, oder? Nee, passt so. Sehr schön. Dann können wir hier ein bisschen was reinbauen. Und zumindest so ein paar, ich sag mal, Notfallwerkzeuge. Zweimal Eva-Fuel. Und dann nehmen wir noch mit die Portable Struts. Die sind immer mal interessant, wenn man was verstrutten möchte. Die sind leider auch relativ groß, aber zack. Und davon nehmen wir auch noch zwei Stück mit. Ja, zwei reichen erstmal. So, brauchen wir noch irgendwas für Notfälle? Was ist das denn? Irish IU-Prozessor, was? Oh Gott. Einmal geupdatet, alles anders. Was zur Hölle? Was ich schon alles habe, verrückt, ne? Was ich schon alles habe. So, Indicator Lights könnte man noch mitnehmen, dass wir einmal unser Fahrzeug hier sauber markieren können. Zack. Man auch sieht,
dass man da auf eine Raumstation zufliegt und nicht plötzlich überrascht davon ist, dass man einen Unfall baut. So. Okay. Grün ist in Ordnung. Genau, jetzt kommt noch ein bisschen Kram, der nicht für die, für die Station wichtig ist, der uns aber hoffentlich im Nahbereich ein wenig hilft. Oh, was das denn abgefahren ist? Nukular ist nicht drin, soll auch erstmal nicht. So, hier haben wir natürlich schon mal Relay-Antennen. Die sind ja prinzipiell gar nicht schlecht, ne? Wie groß sind die denn? Nicht übertrieben. Da könnten wir mal eine Relay-Antenne mitnehmen, dass wir auch einfach sagen können, hier, mach mal Funk für... Oh, warte mal, da will ich andocken. Das ist nicht besonders smart, da was hinzubauen. Aber auf die andere Seite könnte ich es bauen. Irgendwie hier so dazwischen. Bisschen tiefer. So. So, ein bisschen höher wieder. Heute bin ich aber auch fummelig, ne? Das ist... Soll ja ordentlich sein. So, dann hätten wir hier eine Relay-Antenne. Und dann noch irgendwas für den Nahbereich. Was sind denn das? The top of the spiral, fall of the orange. Was? Ach, irgendwas mit Mikrowellen. Aha. Ja, nee. Direct. Relay. Relay. Kommentron. Ich habe echt... Ich muss noch mal gucken, was das hier ist. Das sieht echt abgefahren aus. Holy! Aber ist irgendwas für Microwave. Okay, das ist irgendwas für Beam Power. Okay, nee. Sieht cool aus, aber nee. Folded Radial. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin völlig überfordert mit den ganzen Bauteilen. Ich hätte nicht updaten sollen. Nehmen wir doch das gute alte Kommunutron. Schüssel blockiert die Solarpanels nicht. Nö, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das, naja, ziemlich sicher nicht. Das wird einen gewissen Anstellwinkel geben, in dem kann das passieren. Aber mir fällt gerade nichts Schlaueres ein, wo wir die hinpacken können. Wir könnten natürlich unsere Cupola opfern. Lasst mich gleich mal gucken, wie das aussieht. Ich kann das nur verantworten, wenn das aussieht. So. Das sieht aber nicht aus, Freunde. Das sieht nicht aus. Obwohl es eigentlich ganz cool wäre. Ich könnte vielleicht so einen Adapter da drauf bauen. Das wäre dann von so auf so wahrscheinlich. Zack. So, und dann ist natürlich unsere Cupola weg. Aber die können wir ja einfach seitlich ranklatschen, weil die ist flach genug. Die stört keinen. Dann hat man halt seitlich was zum Rausgucken. So, was haltet ihr davon? So als Konzept erstmal für den ersten Wurf. Wir haben natürlich hinten einen Dockingport, um dann weiter anzubauen. Und ja, die Antenne verliert an Range, wenn ich sie kleiner skaliere. Aber warte mal, das heißt, sie müsste auch Range kriegen, wenn ich sie größer skaliere. Die kann man nicht... kann man nicht skalieren. Na gut. Lassen wir das dann halt so. Guck mal, aber 15 Gigamilliarden Meter, das ist doch cool, weil das soll ja auch eine Raumstation werden, die gerade für sowas da ist, nämlich für Relay oder für Auftanken auf dem Weg in Richtung Outer Space. Da müssen wir natürlich hier noch entsprechende Docking Nodes anbringen später, aber da muss auch noch ein Labor ran. Aber ich will es jetzt nicht zu groß bauen, weil wir sind jetzt schon wieder bei 20 Tonnen. Die müssen wir natürlich auch irgendwie in Richtung Orbit bringen. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, wir belassen es dabei für den Anfang und verschiffen das Ding jetzt mal in Richtung Altitude below 30.000. So tief wollen die die Raumstation haben, na gut. Und verschiffen das Ganze jetzt mal in Richtung Minmus. Wir wollen ja schließlich Raketen fliegen sehen und nicht hier irgendwie in der Gegend rumdüdeln. So. Einmal... Das da. Wo man könnte theoretisch natürlich... Ach nee, wir machen da nicht noch einen Port dran. Das schmeißen wir dann halt weg. So. Hallo?
Wir machen. What the fuck, was es alles gibt. Und Panda, vielen lieben Dank für den Follow und willkommen bei den Körbonauten. Wo sind ihre. Der Antrieb? Was ist, alles ist anders. Ein Otter Inline Impeller. Was? Was? Irgendein Propeller oder so? Ich weiß es nicht. Okay. So, wenn wir das jetzt mal. Also hier, das können wir abhaken. Das haben wir soweit erledigt. Wenn wir jetzt mal den Herrn Engineer aufmachen. Bringt uns das hier schon mal genug Schub, um uns in den Minmus-Orbit vorzuarbeiten. Locker flockig. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch gucken, dass wir den ganzen Spaß für U-Boote. Ja, genau. Weil wegen U-Boote. So, warte mal. Ne, das machen wir tatsächlich über einen Decoupler. So, zack. Und dann machen wir hier ein Payload Fairing drum, damit wir unsere Ruhe haben. Ging das nicht mittlerweile auch mit? Das hatte doch mal. So Abstandshalter-Dinger. Will er nicht. Trust Structure. Interstage Nodes on. Ah, jetzt ja. Nicht, dass er wieder hängen bleibt. Ich will ein bisschen Platz schaffen. Damit ich das Fairing nicht ganz so hart aufreißen muss. So, wie weit müssen wir raus? Gar nicht so weit, ne? Das heißt, wir müssen. Ah, dann könnte ich mir aber das Interstage-Dingsbums tatsächlich. Nee. Es bleibt. Ist besser so. Alles ist gut. Alles ist gut. Ich musste nur kurz mit mir selber ringen. So. Zack. 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 Oh Gott, das wird knapp. Geht aber. Alles wird gut. So. Zack. Und zu damit. So ein überaus winziges Fairing, was wir da heute anbauen. Ab nach oben damit. Dann brauchen wir irgendwas, um das in den Orbit hochzuschieben. Da sollte das hier aber ausreichen für 1500, jawohl. Und dann nochmal ein Decoupler mit wahrscheinlich ein bisschen mehr Bums. So, da müssen wir jetzt mal gucken. Ich befürchte fast, ich werde ein bisschen größer bauen müssen. So. Sind wir bei 3? Sind wir bei 3,9? Das passt soweit fast. Also, ich würde jetzt noch ein bisschen was dazu packen. Für den initialen Aufstieg. Aber ich würde es gar nicht so sehr übertreiben. Sondern wir nehmen mal 2 mit, ne? Zack. So. Aerodynamisch wollen wir dort ein wenig diese Hütchen draufsetzen und antriebstechnisch wollen wir gerne den Kram dazugeben. So, dann haben wir nämlich am Anfang ein bisschen mehr Schwung. Genau genommen haben wir dann nämlich Atmospheric 1,16. Das ist jetzt nicht super geil, aber es ist ausreichend, um erstmal wegzukommen. Obwohl, warte mal, der. Ah, ich habe schlecht gerechnet, warte. Doch, ah, das sollte hinhauen. Okay. Zack, und ihr fuelt bitte den erstmal voll. Dann sind wir bei 3,8. Ja, wir haben in der oberen Stage aber Puffer drin. Ah, das Ding kriegen wir schon nach Minmus. Darf halt nicht ganz so viel Rotz zusammenfliegen, dann klappt das schon. So. Ich würde mal sagen, Glücksflossen sind auf jeden Fall dabei. Ohne die geht das hier einfach nicht.
Und auf jeden Fall auch zwei Starthilfen, damit wir hier nicht ganz so rumdüdeln. So, das hier wollen wir auf jeden Fall noch Autostrutten. Ich will einmal kurz nochmal gucken. Atmospheric 115. Ja, es ist nicht besonders geil, aber ja. Wir wollen die auf jeden Fall Autostrutten. Wir wollen das da Autostrutten. Nach oben am besten. Und wir wollen das da Autostrutten nach oben am besten. So, dann wollen wir hier noch ein Clamshell Deploy draus machen mit 4 Seiten und eine Ejection Force von knapp 300. Zack. Und damit hätten wir, nachdem wir das Staging jetzt nochmal ordentlich gemacht haben, das ist relativ in Ordnung. So, wir fangen jetzt mal an mit einer kleinen Crew. So, jetzt muss ich einmal gucken, wer ist denn hier für die Minmus-Mission eingetragen? Ich nehme jetzt erstmal nur einen. Ich habe unseren Minmus-Piloten umgebracht mit Fischkopf. Entschuldigung, Fischkopf. Also, wir haben als Engineer den Theo am Start. Der wollte nach Minmus. Und wir haben als Scientist den Svensson. Ist der hier irgendwo? Sieht irgendjemand Svensson? Ne, Svensson scheint gerade unterwegs zu sein. Dann hätten wir noch den Tobs. Sieht jemand den Svensson? Ich sehe ihn nicht. Okay, Tobs ist auch noch als Wissenschaftler für Minmus unterwegs. Die können aber gleich mal, der Wissenschaftler kann direkt mal ins Labor gehen. Engineer darf ruhig vorne sitzen. So, und jetzt müssen wir uns irgendeinen Piloten klauen. Tja, wie viele haben wir denn? Luis haben wir, der ist aber eher für Mondflüge zuständig. Dann würde ich sagen, ist Igrushka mal dran. Wohin will Igrushka eigentlich? Igrushka. Igrushka ist alles egal. Dann fliegt Igrushka jetzt erstmal das Ding hier nach Minmus. So. Gut. Das heißt, mit dem momentanen Ding haben wir 283 Tage Habitation. Ist erstmal okay. Da können wir noch ein bisschen was anbauen. Aber das passt. Supplies haben wir echt massig. Gut, Strom ist nicht das Riesenproblem. Ja, ich würde sagen, können wir eigentlich zack, das dann weg, dann das an, Fairing auf, das an. Okay, nee, Batterien sind nicht großartig dran. Das ist tatsächlich noch eine Überlegung wert, das jetzt zu machen. Denn so eine Batterie kommt eigentlich immer ganz geil, ne? Wenn man mal ein bisschen im Schatten unterwegs ist. Oh, das versaut mir bestimmt sämtliche Berechnungen, die ich gerade hatte. So richtig. Alter. Warte mal. Okay, das ist das Staging natürlich auch falsch. 114, es ist immer noch okay. Geht so. Okay, Edit Fairing. Ich muss ein bisschen zurückbauen nochmal. Zack, dadurch, dass es höher geworden ist. So. So. Das ist aber noch okay. Also wir sind noch bei 1,14. Das wird am Anfang ein bisschen zäh sein. Ich überlege gerade, ob ich noch für den ersten Schwung tatsächlich Booster mit ranbaue. Einfach nur, um einen Initialschub zu kriegen. Okay, ein bisschen höher müssen sie. Ob es mir gefällt oder nicht. So, weil sonst wird das am Anfang ein bisschen dünn von der Thrust-Weight-Ratio. So. Zack.
Das sind die Booster, die kommen dann nach hier. Und das da kommt noch nach da. Und dann sind wir bei 1,28. Das ist jetzt auch noch nicht gigantisch, aber es ist zumindest so, dass wir erstmal anfangen zu fliegen. Nicht einfach nur dumm rumstehen und gucken. Okay, damit kann man, glaube ich, arbeiten. Nochmal letzter Check, ob die richtige Crew drin ist. Irgendwie ist mir einer abhandengekommen. Den Tops hatte ich da im Labor sitzen. Zack. Dankeschön, Tops. Diesmal auch wirklich drin bleiben, bitte. Ja, bleibt da. Okay, dann gucken, was ihr noch so zu sagen habt. Läuft der wieder mit Nukulartechnik? Nee, das läuft noch nicht mit Nukulartechnik. Das läuft noch mit Sonnenenergie für den Anfang. Später können wir da immer noch einen Reaktor ranbauen. Aber erstmal reicht uns das, glaube ich, aus. So, dann raus damit aufs Launchpad und wir fliegen nach Minmus, hoffe ich zumindest. Oder wir stürzen ab. Strutted hatte ich. Eigentlich sollte das reichen und das müsste zumindest mal die Minmus Space Station Mission erledigen. So, mal gucken, wackelt irgendwas ganz schlimm? Nö, ne? Gut aus soweit. So, Flight Engineer. Ach Gott, ist alles wieder auf Default gestellt, ehrlich? Nein, ich will nicht alles wieder neu einstellen. Show Engineer, dankeschön. Gut, da muss ich dann irgendwann mal wieder ran. Zumindest im Haupthut möchte ich auch noch ein paar Zusatzinfos haben, nämlich Delta V Total, Delta V in der Current Stage und Trust. Ne, Trust war es nicht. Trust to Weight Ratio da. Zack. Okay, gut. Alles neu, so eine Scheiße. Na gut. Danke. Kann ich das jetzt irgendwie auch wieder zumachen? So. Und Betul oder Betul, Betul soll das heißen. Betul, vielen lieben Dank fürs Follow, ganz viel Spaß beim Zugucken. Und jetzt gucken wir mal, ob wir dieses Riesenzäpfchen in den Orbit bekommen. Die sind eine 3, 2, 1 und Start für unsere drei Kerbals. So, das mit den Boostern funktioniert schon mal. Also wir haben genug Schub, dass wir vorwärts kommen. Dann hoffen wir jetzt mal, dass wir auch noch genug Geschwindigkeit aufnehmen, um sinnvoll vom Launchpad erstmal weg zu sein, bevor sich der Schub ein bisschen reduziert. So, Booster sind alle. Weg damit. Sehr schön. Das sieht ja so schlecht gar nicht aus. Und zum Glück sind die Booster auch direkt ineinander geknallt. So, wir lassen jetzt einfach mal das Teil selber einen Gravity Turn machen. Theoretisch müsste das ganz gut funktionieren, weil wir haben sehr viel Gewicht in der Spitze. Das müsste eigentlich zu einem relativ smoothen Gravity Turn führen, weil so soll es eigentlich sein. Naja, zumindest Tobs scheint ein relativ hohes Vertrauen in das Gefährt zu haben. Der hat nicht mal einen Helm aufgesetzt. So, wir sind gleich bei knapp 10 Kilometer Höhe. Da werden wir dann wahrscheinlich auch die Booster verlieren. Also die Flüssigbooster. Flüssigbooster-Cut-Off und raus damit. So, und wir sind trotzdem noch bei einer 1,08er Trust-Weight. Das sieht gut aus. Ich übernehme jetzt mal leicht die Kontrolle, um ein bisschen nachzukorrigieren. Nur ein bisschen zumindest. Wir kommen nämlich etwas ab vom Kurs. Obwohl, ich lasse das vielleicht auch lieber. Wir sind immer noch in einer ziemlich kritischen Phase vom Aufstieg. So, jetzt gucke ich nochmal, ob wir hier... Jo. So. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Wir kriegen gut Höhe rein. So, jetzt halte ich ihn mal auf der Höhe, dass wir nicht zu flach gehen. Und Mr. Penguin King, vielen lieben Dank fürs Follow und auch bei dir. Willkommen bei den Kerbonauten. Wir haben eine Steiggeschwindigkeit von ein bisschen wenig. Ich ziehe mal die Nase hoch. Das reicht nicht ganz, um aus der Atmosphäre rauszukommen.